Mein Name ist Melanie Rabe. Ich bin die Autorin von Die Falle. Die Falle ist mein Debüt, aber ich schreibe schon sehr viel länger. Mich inspiriert praktisch alles um mich herum. Die Menschen, mit denen ich spreche, die mir begegnen, meine Reisen, Kunst, Musik, alles irgendwie. Die Bücher, die ich lese. Ich komme aus Köln. Ich mag dementsprechend Kölsch. Ich mag Katzen und ich liebe Bücher. Ich lebe fürs Schreiben und ich lebe für Bücher. Die Falle dreht sich um die absolut zurückgezogen lebende Autorin Linda Konrads. Linda ist Bestseller-Autorin und Linda wird verfolgt von einer schlimmen Erinnerung aus ihrer Vergangenheit. Sie hat ihre geliebte Schwester Anna ermordet aufgefunden, hat den Mörder noch flüchten sehen, der Mörder wurde nie gefasst. Und eines Tages sieht Linda diesen Mann im Fernsehen. Und sie entschließt sich, ihn zu überführen und ihm eine Falle zu stellen. Und weil Linda Autorin ist, ist ihre Falle literarischer Art. Sie schreibt ein neues Buch, um den Mörder ihrer Schwester zu überführen. Ich hätte niemals erwartet, dass ein Filmstudio und schon gar nicht ein Hollywoodstudio an meinem Roman interessiert sein könnte. Es ist irgendwie nicht das, was unbekannten deutschen Autorinnen passiert. Ich glaube, es passiert ohnehin sehr, sehr selten. Unglaublich, total verrückt. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich war einfach froh, einen Verlag gefunden zu haben und kann immer noch gar nicht fassen, dass mein Buch jetzt irgendwie in 20 Ländern erscheint und einen Hollywood-Deal hat. Vollkommen crazy. Und ich werde oft gefragt, welche Schauspieler ich mir vorstellen könnte. Tatsächlich habe ich nicht so richtig Ahnung, weil ich in meinem Kopf als Autorin natürlich diese Charaktere sehe und die sehen nicht aus wie Hollywood-Stars. Aber ich habe mich so ein bisschen bei meinen Freunden umgehört und Cate Blanchett scheint sehr beliebt zu sein für Linda Konrads. Und was so den vermeintlichen Mörder betrifft, könnte ich mir sehr gut George Clooney vorstellen, weil er das netteste Gesicht der Erde hat, aber irgendwie auch so als Schauspieler so ein bisschen anders kann. Und Daniel Craig fände ich aber auch nicht schlecht. Man darf ja auch Träume haben, denke ich mir.